Es ist Sonntag vor der Medica 2018. Während in den Hallen noch fleißig die Messestände aufgebaut werden, herrscht auch hier in der Messeleitung reger Betrieb. Wir haben einen ruhigen Moment für ein kurzes Gespräch mit Herrn Horst Giesen von der Messe Düsseldorf genutzt. Herr Giesen, was erwarten Sie von der Medica 2018? Wir erwarten eine ganze Menge. Wir haben einen neuen Rekord, was die Zahl der Aussteller angeht, sowohl bei der Medica als auch bei der parallel laufenden Compamed, beide zusammen addiert. Rund 6.000 Aussteller. Die ganze Welt ist hier aktuell momentan in Düsseldorf. Viele, viele neue Produkte werden vorgestellt, neue Entwicklungen, neue Trends. Also es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu erleben. Worauf können sich die Besucher in diesem Jahr freuen? Ja, wir haben zum einen natürlich im Rahmen der Internationalisierung noch mehr Aussteller als in den letzten Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch noch mehr internationale Besucher kriegen werden. Die Aussteller bringen natürlich viele Dinge mit, die in ihren Forschungsabteilungen entwickelt worden sind. Das sind teilweise neue Diagnoseverfahren, das sind teilweise auch neue therapeutische Systeme. Und ich glaube, die Besucher, die nach Düsseldorf kommen, kriegen hier eine ganze Menge zu sehen. Wie hat sich die Medica in den letzten Jahren verändert? Ja, die Medica ist größer geworden, aber sie ist vor allen Dingen viel, viel internationaler geworden. Wenn Sie sehen, dass wir heute fast 80% der Aussteller aus dem Ausland haben, dass wir rund 60% der Besucher aus dem Ausland haben, so sieht man, dass die Medica immer mehr auch zu einer globalen Plattform geworden ist. Und welche Veränderungen streben Sie für die Zukunft an? Ja, ich denke, dass wir uns noch intensiver mit den Trends in der Medizin, in der Medizintechnik beschäftigen, als wir das ohnehin zu tun. Da gibt es neue spannende Themen. Das Thema künstliche Intelligenz, was gerade für die Medizin immer mehr an Bedeutung gewinnt. Da werden wir uns in den nächsten Jahren noch mehr mit beschäftigen. Wir werden uns auch noch mehr mit Robotik beschäftigen. Auch das ist ein Thema, das immer mehr jetzt auch wieder an Bedeutung gewinnt. Ja, und ansonsten ist natürlich der medizinische Fortschritt über alle Bereiche letztendlich ein Thema, das wir auch in den nächsten Jahren noch mal wieder verstärkt präsentieren werden. Vielen Dank für das Gespräch.